Hallo, willkommen zu meinem Lesemonat Juni 2016. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen, kichern, weil ich das jetzt zum vierten oder fünften Mal starte und meine Kamera mag irgendwie heute nicht. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ja, ihr seht es wahrscheinlich schon, das Video ist recht lang, weil ich euch heute einfach auch einige Bücher zeigen möchte, die mich im Juni begleitet haben. Es sind insgesamt 9, wobei ich nicht alle komplett gelesen habe. Aber zu dem ein oder anderen Buch möchte ich euch einfach ein paar Wörter mehr sagen, weil die Bücher es wirklich, wirklich wert sind. Die Bücher, die ich komplett gelesen habe, waren wirklich, wirklich gut. Ja, die meisten. Ja, legen wir mal los mit der Statistik, wie immer, die wirklich sehr gut ist, wie ich finde. Und in der Statistik wird auch klar, welches Motto zu diesem Monat bei mir passen würde. Ja, und da hatte ich so eine kleine Erleuchtung, sage ich jetzt mal. Ja, legen wir mal los mit den Zahlen. Ich habe im Juni 1933 Seiten gelesen und 934 Seiten gehört. Das sind insgesamt 2867. Ein fantastischer Schnitt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mir wieder die Zeit nehmen konnte und es auch gemacht habe und wieder viel gelesen habe und meine Nase oft in ein Buch gesteckt habe. Das freut mich immer sehr, deswegen freue ich mich immer, wenn ich euch so hohe Zahlen nennen kann. In Büchern. Ich habe insgesamt 0 Bücher beendet. Manche sagen vielleicht, hey, du hast doch im letzten Monat 1 angefangen. Ja, kommen wir später zu. 6 Bücher habe ich komplett durchgelesen bzw. durchgehört. 2 Bücher habe ich auch abgebrochen. Und ein Buch habe ich angefangen und mit in den Juli genommen. Meine durchschnittliche Bewertung lag bei 4,33 Sternen. Also absolut großartig. Da kann ich sehr, sehr zufrieden von der Qualität sein. Ich hatte diesen Monat 11 Neuzugänge. Die habt ihr schon gesehen, vielleicht. Wenn nicht, verlinke ich euch das Video unten in der Infobox. Mein Substand beträgt zum Ende des Monats 173. Sehr schön. Und ich habe 2 Leseziele abgehakt. Bin ich auch sehr zufrieden. Ich hatte auch einen Top und einen Flop. Welche Bücher das genau sind, zeige ich euch gleich. Beide kommen recht schnell. Ja, kommen wir zu den einzelnen Schätzen oder auch nicht Schätzen. Los geht es direkt mit meinem Flop des Monats, mit dem Buch, das ich im Mai angefangen habe und jetzt im Endeffekt abgebrochen. Und zwar Julie Kenner, Dämonen zum Frühstück, Teil 1 oder Band 1 der Kate Connor-Reihe. Es geht um eine Vollzeit-Mama und Ehefrau, die ihr Leben meistens liebt, so wie es ist. Früher war sie einmal eine sehr erfolgreiche Dämonenjägerin. Für ihre Familie hat sie den Job an den Nagel gehängt. Ja, und jetzt holt sie ihre Vergangenheit wieder ein und sie soll wieder Dämonen jagen. Nach 130 Seiten hatte ich persönlich die Nase voll. Das Buch konnte mich überhaupt nicht packen. Ich habe gedacht, es wird etwas Lustiges, etwas Interessantes, Spannendes. Ich habe jetzt nichts, also keine weltbewegende, tolle, hochtrabende Literatur erwartet, sondern einfach nur eine. Ich wollte einfach nur gut unterhalten werden, ein bisschen was Witziges und Leichtes. Ganz ehrlich, ich habe den Witz hier drin nicht wirklich verstanden. Ich fand es nicht lustig. Ich fand es oft aufgesetzt und gezwungen und hey, guck mal, ich bin lustig. Und ich dachte dann, nee, bist du nicht. Ja, die Geschichte sehr vorhersehbar. Ich mochte die Protagonistin überhaupt nicht. Was mich gewundert hat, ich habe wirklich gedacht, Dämonen, super, Dämonenjägerin, musste ich so ein bisschen an Buffy denken.
Hier haben wir eine Mutter, konnte ich mich auch so ein bisschen mit identifizieren und habe mir so einen oder anderen Witz erhofft. Fehlanzeigen, ja. War überhaupt nichts für mich. Habe ich abgebrochen. Dafür war mir meine Lesezeit einfach zu schade. Damit hat sich die Reihe für mich auch erledigt. Dann ging es weiter mit einem Buch, das ich eigentlich so ein bisschen zwischendurch immer wieder lesen wollte, weil das eigentlich mehr eine Ansammlung von Kurzgeschichten ist. Aber ich habe es ziemlich schnell verschlungen und fast in einem Rutsch. Ich schiebe mal hier in mein Lesejournal, wo ich so ein bisschen mehr dazu stehen habe. Ja, und zwar spreche ich von J.R. Ward, Die Bruderschaft der Black Dagger. Ein ordentlicher Schinken mit über 650 Seiten. Habe ich innerhalb von 2 Tagen gelesen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es ließ sich wirklich sehr, sehr leicht, sehr schnell weglesen, weil das einfach Kurzgeschichten sind, weil da kleine Interviews sind, kleine Zusammenfassungen der bisherigen 12 Bände, also im Deutschen 12, im Englischen 6 Bände, die erschienen sind, bevor J.R. Ward diese Zusammenfassung geschrieben hat. Ja, es gibt einige Hintergrundinfos, einige Zusammenfassungen mit Erklärungen, Erläuterungen der Autorin zu den Charakteren, zu den Brüdern, zu den einzelnen Wendungen, die es in den Geschichten gibt. Fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Und hier hatte ich meinen Witz. Es gab tatsächlich einige Stellen, einige Passagen, einige Berichte, sage ich mal, wo ich wirklich Tränen gelacht habe. Großartig. Für Fans der Reihe absolut ein Muss. Ja, würde ich aber auch erst lesen, wenn ich die ersten 12 Bücher gelesen habe. Sonst wird man ganz, ganz böse gespoilert. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hat mir auch gezeigt, dass ich J.R. Ward nicht nur gut hören kann, sondern auch gut lesen kann. Ja, 4 Sterne hat das Buch von mir bekommen. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Für Fans auf jeden Fall empfehlenswert. Dann zeige ich euch als nächstes mein Monatshighlight. Definitiv. Meine Überraschung und mein Monatshighlight. Das Buch, das mich völlig von den Socken gerissen hat. Von meinem Lieblingsautor Stephen King. Schreibt hier jetzt als Richard Bachman Menschenjagd. Beziehungsweise Running Man, wie auch der Film dazu heißt. Ich habe gedacht, das wird eher so eine mittelmäßige King-Geschichte. Habe mir jetzt nicht zu viel erwartet. Hatte ehrlich gesagt auch nicht wirklich Lust zu ganz, ganz lange. Einfach, ja. Bei dem Film spielt Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle. Und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan des Schauspielers. Ich mag ihn einfach nicht. Ist einfach nicht meins. Und deswegen streckte ich ganz lange vor dem Buch zurück, weil ich einfach dachte, dass ich beim Lesen immer sein Bild vor Augen haben werde. Und das wollte ich nicht. Ja. Und dann tauchte das Hörbuch bei mir bei den Empfehlungen auf, irgendwie Empfehlungen aufgrund ihrer Merk-Wunschliste, wie auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich jetzt gerade so ganz spontan Lust auf dieses Hörbuch. Es wird von David Nathan vertont, was immer ein Pluspunkt ist. Und dann habe ich reingehört und konnte nicht mehr aufhören. Die Geschichte hat mich wirklich sofort hineingesogen. Ich war vollkommen drin und ich war gefesselt und gepackt und überrascht, wie sehr mich das Ganze gepackt hat, wie sehr mich das Ganze zum Nachdenken auch gebracht hat. Hätte ich wirklich, wirklich nicht erwartet. In Menschenjagd geht es um eine Reality-Show, um ein Spiel. Das Ganze findet in der Zukunft statt, also die Welt sieht ein bisschen anders aus und dieses Spiel wird so ziemlich von der gesamten Nation gespielt, denn eigentlich geht es
Spieler gegen die gesamte Welt. Der Spieler hier in diesem Fall ist das Ben, der das Geld sehr, sehr dringend braucht, weil seine Tochter sehr krank ist und er sich die Behandlung anders nicht leisten kann. Versucht es bei dieser Reality-Show und ja, lässt sich auf das Spiel Menschenjagd ein, weil er glaubt, einfach nichts mehr zu verlieren zu haben. Das Ziel des Ganzen ist, er muss versuchen zu überleben, ich glaube einen Monat lang, und die Jäger müssen ihn fangen. Warum die ganze Nation oder das ganze Land gegen ihn ist, ist einfach nur, weil jeder, der Hinweise gibt, die dabei helfen, ihn zu fangen bzw. ihn zu töten, was das Ziel des Ganzen ist, bekommt eine Belohnung. Man kann sich dann vorstellen, dass ganz, ganz viele Menschen scharf auf diese Belohnung sind und ja, ihn sehr schnell verraten würden, auch wenn die wissen, er wird getötet. Stephen King zeigt hier wirklich die Abgründe der Menschen, die Gier, gleichzeitig die Notwendigkeit von einigen Dingen, die Charakterstudie, die Charakterentwicklung, die Darstellung von Persönlichkeiten, egal ob unser Protagonist Ben oder auch die Nebencharaktere, ist wieder absolut genial. Ja, das ist die Stärke einfach von Stephen King. Er kann es einfach, diesen Persönlichkeiten so viel Leben, so viel Tiefe zu verleihen, dass es einen einfach sprachlos zurücklässt. Das Buch ist sehr, sehr, sehr brutal. Die Geschichte ist sehr brutal, sehr niederschmetternd teilweise, sehr psychisch teilweise, sehr schwer, aber auch unfassbar gut. Alles. Die Geschichte, die Charaktere ganz besonders, die Art und Weise, wie der Autor das Ganze erzählt, ist einfach atemberaubend, ist absolut großartig. Diese Atmosphäre, diese Angst, die immer wieder gezeigt wird, ist so, so deutlich spürbar. Und David Nathan schafft es wirklich, das dermaßen gut rüberzubringen, dass man beim Zuhören alles um sich herum vergisst, und wenn auf einmal jemand hinter einem steht und antippt, fängt man an zu schreien. Kann passieren, sage ich aus Erfahrung. Geniales Buch, natürlich 5 Sterne. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mir das so, so gut gefallen wird. Mein absolutes Highlight. Ja, King kann's. Danach wollte ich ein bisschen was anderes als Hörbuch haben. Ein bisschen was Entspannteres, was ja so ein bisschen die heile Welt haben. Ich brauchte es danach. Und dann habe ich zu einer Autorin gegriffen, die ich in den letzten Monaten doch einige Male gehört habe und immer wieder begeistert war. Jane Austen. Diesmal war es Emma. Ich habe mir Emma als Hörbuch runtergeladen, gelesen von Eva Mattes. Ja. Einerseits ein typischer Jane Austen. Andererseits leider für mich das schlechteste Buch der Autorin bisher. Vertont wurde es wieder absolut großartig. Eva Mattes hat einfach die Stimme und das Talent, Klassiker zu lesen und gerade Klassiker dieser Art wundervoll rüberzubringen. Leider konnte auch ihre wunderbare Arbeit dieses Buch nicht wirklich retten für mich. Es geht um Emma, um eine sehr wohlhabende junge Dame aus gutem Hause, eine sehr selbstbewusste junge Dame, die ein bisschen mehr von sich hält, als sie tatsächlich ist. Ja, sie hat ein ungewöhnliches Hobby, sagen wir mal, wobei zu der Zeit wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich. Und zwar verkuppelt sie sehr, sehr gerne andere Menschen und sieht Liebschaften und Heiratspläne
überall um sich rum, egal ob da welche tatsächlich sind oder auch nicht. Und ja, sie spielt auch mal ganz gerne damit und versucht Menschen zusammenzubringen, die einfach nicht zusammengehören. Könnte interessant sein, fand ich in diesem Fall jetzt nicht unbedingt. Der Schreibstil war recht typisch, aber nicht ganz so gut, nicht ganz so gelungen wie in den anderen Werken wie Stolz und Vorurteil, Mansfield Park. Verstand und Gefühl war da doch besser erzählt, finde ich. Das Buch hatte einige Längen. Es gab einige Passagen, einige Szenen, wo sich immer wieder die Geschichte im Kreis drehte. Die Dialoge, die man von Osten gewohnt sind, fehlen mir hier so ein bisschen. Es gab zwar an der einen oder anderen Stelle dieses Besondere, weil sie hat diese schlagfertigen Protagonistinnen, aber oft waren es keine Dialoge in meinen Augen, sondern Monologe, die einfach aneinandergereiht waren. Ganz viele Personen hörten sich anscheinend sehr gerne selbst sprechen. Ja, ganz oft drehte sich das einfach wirklich im Kreis und es gab einfach zu viele Wiederholungen. Es passierte auch zu wenig. Ich meine, Jane Austen erzählt keine spannende Geschichte, keine Verfolgungsjagden oder sonst irgendwas jetzt hier, wie es King macht. Aber es ist trotzdem spannend, es ist interessant. Ich wollte immer wieder erfahren, wie es weitergeht, wie die Personen sich weiterentwickeln, wie die Geschichte, wie die Beziehungen untereinander sich weiterentwickeln. Hier interessierte mich das jetzt nicht ganz so. Ja, ich mochte die Protagonistin nicht, ich mochte Emma einfach nicht. Ich fand sie naiv, zu selbstsicher, zu sehr von sich selbst überzeugt. Ihre Handlungen fand ich oft wirklich zu unüberlegt und mich konnte es einfach nicht überzeugen. Es gab zwar auch gute Passagen, es gab auch gute Charaktere, gerade einige Nebenschauplätze fand ich sehr interessant, aber für mehr als 3 Sterne hat es leider nicht gereicht. Also Emma hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich fand es jetzt nicht schlecht, ja, 3 Sterne ist ja nicht schlecht. Aber gerade im Vergleich zu den anderen Ostenbüchern war ich dann doch enttäuscht. Es war mir einfach zu lang, es gab zu viele Längen, es gab zu viele Wiederholungen. Und diese besondere schlagfertige Sprache fehlte mir doch hier und dort. Schade. Parallel dazu habe ich einige Bücher gelesen. Ich sage einige, weil ich tatsächlich lange an Emma gehört habe und sehr schnell die nächsten Bücher weggelesen habe, weil ich sie einfach nicht aus der Hand legen konnte. Und zwar einer der besten Thriller-Autoren in meinen Augen, Chris Carter. Ich habe mit seinen Büchern weitergemacht. Ich habe die so ein bisschen durcheinander gelesen. Ich habe zwar mit Teil 1 der Crucifix Killer angefangen, danach kam ich so ein bisschen in der Reihenfolge durcheinander und habe jetzt mal der Reihe nach weitergelesen, und zwar der Vollstrecker, Teil 2 seiner Hunter und Garcia-Reihe. Oh, ja, wenn ich daran zurückdenke, kriege ich wieder Gänsehaut, und Chris Carter schreibt in meinen Augen wirklich absolut perfekte Thriller. Diese Bücher haben alles, was ein spannender, interessanter und ein wenig auch tiefgründiger Thriller haben muss. So, da war die Speicherkarte voll. Wie angekündigt, irgendwie möchte meine Kamera heute nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt diesen Winkel so ungefähr getroffen, aber naja, ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Ja, weiter geht es mit Chris Carter. Ich schwärme weiter. In diesem Buch geht es um einen Serienkiller, der tatsächlich die schlimmsten Ängste seiner Opfer zu kennen scheint, auch wenn diese Ängste sehr, sehr geheim gehalten wurden, aus gutem Grund. Er zeigt den Opfern, dass die Ängste, die sie hatten, nichts im Vergleich dazu sind, was er daraus machen kann. Absolut
brutal und unfassbar, was dieser Serienkiller den Menschen da antut. Und Chris Carter beschreibt es auch nicht gerade so, dass man irgendwie denkt, ach ja, ist schon nicht ohne. Aber es ist nicht, ich fand es nicht wirklich plastisch oder so, es ist nicht so auf Splatter ausgerichtet, sondern es ist teilweise sehr, sehr psychologisch. Und auch wenn diese sehr brutalen und blutigen Szenen und Tatorte beschrieben werden, ist es immer noch in Ordnung, zumindest in meinen Augen. Da kenne ich einige Autoren, die da ein bisschen mehr auf diese Schockermomente setzen. Das macht Chris Carter nicht. Er hat es auch nicht nötig, da wirklich so diese, ja, ich sag mal, so eine Bombe hochgehen zu lassen, wirklich so einen Schockmoment zu erzeugen mit diesem Blut. Er schafft es auch anders, auf eine eher psychologische Art und Weise. Was mir in seinen Büchern auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man immer wieder merkt, dass der Autor genau weiß, worüber er spricht, dass er aus diesem Metier kommt, dass er das Entsprechende gelernt hat, dass er auch in diesem Bereich gearbeitet hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich meine, er war Pathologe. Mein Mann. Ich habe es vorhin erst durchgelesen, aber ich und mein forensischer Psychologe. Also er hat wirklich in dem Bereich gearbeitet und er war, das merkt man einfach immer wieder, dass da auch Fachwissen hintersteckt, dass es ja, man lernt da auch so ein bisschen Hintergrund von einigen Geschichten. Fand ich sehr, sehr interessant. 5 Sterne hat das Buch von mir bekommen, keine Frage. Und weil ich dann immer noch so in diesem Fieber war, habe ich direkt zu dem nächsten Buch gegriffen, das noch bei mir zu Hause stand, Der Knochenbrecher. 5 Sterne, wieder absolute Begeisterung. Wieder ein Serienkiller, der etwas Besonderes hat, der einen Hintergrund hat, der anders ist, wo man auch wieder die psychologische Schiene so ein bisschen erkennt, die der Autor fährt, dass er einfach ein bisschen mehr aus seinen Figuren macht, dass er nicht auf die typischen Dinge zurückgreift, nicht auf den Klischee, sage ich mal, herumreitet, sondern sich auch mal etwas Neues ausdenkt. In einem Bereich, wo man denkt, gut, es ist jetzt wieder so ein bisschen aufgerollt, so ein bisschen was Altes, aber er verwandelt das in eine besondere Art und Weise und macht da einfach etwas Eigenes raus. Finde ich sehr, sehr gut. Also definitiv neue Ideen. In Der Knochenbrecher geht es um keinen Knochenbrecher, sondern um einen Serienkiller, der es auf Frauen abgesehen hat und etwas sehr, sehr Böses und Bestialisches mit ihnen anstellt. Das ich so auch noch nicht gelesen habe. Die Geschichte ist wieder... Also ich möchte nicht wirklich viel auf den Inhalt eingehen, weil ich einfach sehr schnell sehr viel verraten würde, was man wirklich selbst entdecken sollte. Ich würde auch raten, nicht unbedingt diesen Innenklappentext, der hier so drin ist, zu lesen, sondern sich wirklich auf die kurze Zusammenfassung, die hier hinten ist, zu beschränken, um zu wissen, einfach nur in welche Richtung das Ganze geht. Es reicht wirklich, weil man sonst doch zu viel vorher erfährt und... Es gibt auch am Anfang direkt sehr, sehr große Überraschungen. Und da wird auch nochmal klar, bei Chris Carter ist niemand sicher. Auch die Hauptdarsteller oder sehr wichtige Nebendarsteller sind nicht vor der Brutalität, sind nicht vor den Tätern sicher. Das finde ich sehr, sehr gut. Das hat mir wirklich gefallen, auch wenn mich am Anfang doch einiges sehr schockiert hat. Ja, wieder sehr,
sehr viel Psychologie, sehr viel, was heißt sehr viel, aber doch eine gewisse Charakterstudie immer wieder, was ich einfach sehr, sehr gerne mag. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, die sich schnell entwickelt, wo es immer wieder Überraschungen gibt, wo man das Gefühl hat, die Spannung steigert sich und man wartet, bis sie so ein bisschen abebbt, dass man durchatmen kann, aber das passiert nicht. Es bleibt konstant oben und man ist permanent atemlos beim Lesen. So ging es zumindest mir. Ich hatte immer wieder das Gefühl, Chris Carter schafft es nicht, das zu toppen. Wie schafft er das zusammenzufügen? Aber er schafft es, denn das ist auch ein Pluspunkt für den Autor. Die Bücher sind sehr, sehr logisch. Diese ganze Auflösung, diese ganzen Fälle, es ergibt alles Sinn. Spätestens am Ende ergibt alles Sinn. Und es ist aber nicht vorhersehbar. Auch wenn man immer wieder Tipps, immer wieder kleine Hilfen bekommt, die lenken einen doch ein bisschen in die falsche Fährte. Ja, absolut genial. Wenn ihr Chris Carter noch nicht kennt, schnappt euch der Crucifix-Killer und fangt wirklich am Anfang an. Man kann zwar die Bücher unabhängig voneinander lesen, weil die Fälle in sich abgeschlossen sind, aber die Entwicklung der Charaktere, gerade Hunter und Garcia, unsere beiden Ermittler, die entwickeln sich von Buch zu Buch, von Fall zu Fall weiter. Man erfährt immer mehr aus deren Vergangenheit und wie das Ganze in die Gegenwart greift. Und deswegen sollte man es wirklich der Reihe nach lesen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ich da irgendwann mal durcheinander gekommen bin. Jetzt habe ich's. Ja. Als ich Der Knochenbrecher beendet habe, hatte ich nichts mehr zu Hause und fand es sehr, sehr schade, denn ich hätte wirklich, wirklich gerne direkt weitergemacht. Ich habe mir direkt die Stille Bestie bestellt, den 6. Fall, musste aber warten, bis es da ist. Und für die Zwischenzeit ist mir eingefallen, es gab doch mal eine Kurzgeschichte. Und zwar One Dead, sage ich das mal auf dem Kindle, von Chris Carter. Und zwar ist das der erste Fall für Robert Hunter. Man erfährt, wie unser Liebling anfing, was sein erster Fall war und wie er als Neuling, als doch sehr intelligenter Mensch, der ein bisschen um die Ecke auch denken kann, anfing und dass er auch nicht nur auf positive Stimmung, nicht nur auf Begeisterung stieß am Anfang seiner Karriere und wie er damit umging. Fand ich sehr, sehr interessant. War leider zu kurz, also ich war, glaube ich, in einer halben Stunde oder in 40 Minuten damit durch. Aber auf jeden Fall lesenswert. Die Kurzgeschichte kann man auch irgendwann lesen, also die ist erschienen zwischen dem 5. und dem 6. Band. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle, wann man die liest. Man kann damit anfangen, man kann die später lesen, weil da kein Bezug auf die zukünftigen Fälle genommen wird. Fand ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut. So ein bisschen Hintergrundinfos, so ein bisschen mehr über meinen Lieblingsdetektiv oder meinen Lieblingsermittler zu erfahren. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Ja, für 5 Sterne hat es nicht so ganz gereicht. Aber auf jeden Fall ganz gut, wenn man die Bücher des Autors mag. Ja, ich schaue mal hier in meinem Lesejournal weiter. Genau. Dann kommen wir zu einem Buch, das bei mir so ein bisschen die Erleuchtung gebracht hat, wenn man es so nennen mag. Und zwar Mary Higgins Clark, Mein ist die Stunde der Nacht. Das Buch habe ich nach, ich glaube, 60 Seiten oder rund 60 Seiten abgebrochen. Es lag nicht am Schreibstil, es lag nicht unbedingt an der Grundgeschichte, sage ich mal, an sich oder an den Charakteren, sondern es lag einfach daran, dass es hier um
ein Klassentreffen geht und um Todesfälle, die damit zusammenhängen. Es geht um Highschool-Geschichten und ich habe wieder mal festgestellt, ich mag keine Highschool-Geschichten mehr. Auch wenn es im Nachhinein erzählt wird, aus der Erwachsenensicht, sage ich mal, und auch wenn das in einem Thriller verpackt ist oder in einem Spannungsroman, diese Konflikte, die in der Highschool entstehen, dieses Miteinander, diese, sag mal, typischen Stories, diese typischen Sachen, die da so in der Zeit passieren, sind einfach nicht mehr meins. Ich habe es eine ganze Zeit lang sehr gerne gelesen, aber es gab jetzt immer wieder Bücher, wo ich dachte, ja, irgendwie war ich davon genervt. Weiß ich nicht, ob ich zu alt geworden bin. Ich meine, so alt bin ich ja nicht, aber irgendwie mag ich es einfach nicht mehr. Und ich habe es hier auch festgestellt, es gibt immer wieder Rückblenden in die Highschool-Zeit. Was wurde aus den Leuten danach? Wie sehen es die ehemaligen Mitschüler? Und ich fand das irgendwie doof. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand es überhaupt nicht spannend. Und da habe ich gedacht, okay, Schluss. Ich lese jetzt nicht weiter, auch wenn mir der Schreibstil gefällt. Ich habe da einfach keine Lust zu. Und mir ist einfach meine Lesezeit einfach zu kostbar für Geschichten, die mich nicht packen können, die mich nicht interessieren. So leid es mir tut. Aber ich habe wirklich, ja, für mich danach festgestellt, ich werde nicht mehr, oder ich versuche kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn ich Geschichten abbreche. Wenn die mich nicht packen können, wenn mich die Geschichte doch nicht interessiert, auch wenn sie das erst so anhörte, lese ich einfach nicht weiter. Warum sollte ich es auch? Am Ende bewerte ich das Buch schlechter, als es vielleicht verdient. Da kann ich gleich damit aufhören, mich nicht rumquälen und in eine Leseflaute verfallen oder sonst irgendwie. Das ist es, glaube ich, nicht wert. Wenn ein Buch mich nicht packt, breche ich es ab und gut ist. Und so war es auch hier. Highschool-Geschichten sind einfach nichts mehr für mich. Ich weiß nicht warum. Mag ich nicht mehr, interessiert mich nicht mehr, fand ich langweilig. Joa. Also, das war das zweite abgebrochene Buch und meine Erleuchtung, Bücher abbrechen, ist völlig in Ordnung für mich. Ja, so viel zu meinen Büchern, die ja, ich komplett beendet habe, sage ich mal. Oh, jetzt kommt aber die Sonne raus. Hilfe! dann habe ich ein Buch angefangen und ja, ich konnte es nicht ganz zu Ende lesen. Ich war etwas über der Hälfte und zwar etwas Leichtes und Entspanntes. Lieber jetzt als irgendwann von Lauren Graham. Das ist ja die Hauptdarstellerin von den Gilmore Girls, die Mama von den Gilmore Girls, die ich sehr, sehr gerne geschaut habe. Und jetzt war ich sehr, sehr gespannt, wie das Buch so wird. Ich habe mir jetzt nicht ganz so viel erwartet. Einfach eine sehr leichte, unterhaltsame Geschichte. Und ich habe gehofft, dass es sehr, sehr witzig wird. Und das war's. Also im Juni habe ich etwas mehr als die Hälfte geschafft. Das Buch hat 425 Seiten, ich glaube 240, 250 hatte ich gelesen. Wie ich es im Endeffekt fand, erfahrt ihr dann in meinem Lesemonat Juli. Aber es wird gut. Und es war gut. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst verrate ich, glaube ich, zu viel. Ja. Und das war's. Schon. Haha. Ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr langes Video. Mal gucken, wie es wird, wenn ich das Ganze jetzt zusammenschneide. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr interessieren, was ihr zu den Büchern sagt, was ihr zu Chris Carter sagt. Ob ihr auch so begeistert davon seid wie ich. Oder ob ich euch vielleicht jetzt auf einen neuen Autor aufmerksam machen konnte. Wenn ihr Emma gelesen habt oder gehört habt, schreibt mir bitte, 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 wie ihr das fandet, ob ihr euch das auch so ein bisschen enttäuscht habt, ob ihr die Dialoge eher als Monologe empfunden habt, würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, und was haltet ihr so von Büchern abbrechen?
Wie macht ihr das? Brecht ihr auch leicht ab oder fällt euch das schwer? Habt ihr ein schlechtes Gewissen? Würde mich sehr interessieren, wenn, und würde ich sehr spannend finden, wenn wir uns da so ein bisschen drüber austauschen könnten. Ich versuche jetzt wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben, weil warum? Warum sollte ich es? Ja, so viel zu meinem Lesemonat Juni. Mal schauen, wie der Juli weitergeht. Bisher war der unfassbar gut. Ich bin gespannt, ob ich einen neuen Sterne-Rekord aufstellen werde. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis bald!